Nur noch wenige Minuten, dann rollt hier endlich der Ball. Dann kann es endlich losgehen. Dieses mit Spannung erwartete Duell. Es ist das Duell zweier Mannschaften, die heute ein Zeichen setzen wollen. Bleiben Sie unbedingt dran. Jetzt gilt's, jetzt zählt nur noch die Leistung auf dem Rasen. Gleich geht's los. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Bayern München gegen SC Freiburg. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, auf das ich mich schon seit Tagen freue. Und los geht's. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Leroy Sané steht mit Kingsley Coman auf dem Flügel. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Gehalten, macht er gut. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des SC Freiburg. Matthias Ginter spielt mit Philipp Lienhardt in der Innenverteidigung. Nicolas Höfler steht mit Maximilian Eggestein im Zentrum. Und im Sturm soll es heute Michael Gregoritsch richten. Goretzka. Goretzka mit dem Ballverlust hier. Da sind Mitspieler frei. Michael Gregoritsch. Und die Chance. Das macht er sicher. Dayot Upamecano. Sané. Bayern München ist bisher in dieser Spielzeit die Mannschaft mit der stärksten Defensive. Mit der besten Abwehr gehen sie in dieses Heimspiel. Und das gibt ihnen Mut, das gibt ihnen Zuversicht. Völlig zu Recht, denn auf diese Defensive ist Verlass. Das könnte, da bin ich mal ganz mutig, auch heute. Und jetzt diese Chance. Das war knapp. Klasse gelöst von Matthias Ginter. Michael Gregoritsch. Ja, geht weiter. Immer noch gefährlich. Goretzka. Den Ball kann er abfangen. Sie kommen über Harry Kane. Harry Kane kann erstmal befreien. Was für eine Parade, super Aktion und er bewahrt sie vor dem Rückstand. Sie kommen, Angriff läuft, vielleicht nutzen sie diesen Schwung jetzt auch in der Offensive. Sie gehen dazwischen. Harry Kane. Leroy Sané. Musiala mit dem Ball. Da wäre das Tor beinahe gefallen. Da ist er da.
Er steht gut und holt sich den Ball. Bayern gibt im Moment schon den Ton an in dieser Partie. Wir sehen das. Klar mehr Ballbesitz in den vergangenen Minuten. Und Chancen haben sie auch. Aus meiner Sicht dauert es nicht mehr lange mit der Führung. Gibt abseits, ist klar, aber das müssen Sie eigentlich sehen. Ah, das war nachlässig, das war unüberlegt. Da müssen Sie warten. Sie sehen doch, dass da jemand im Abseits ist. Das ist kein guter Pass. Pressing jetzt. Der Ball gewinnt. Und Grund ist dieses frühe Stören. Da zieht er richtig an und geht im Vollsprint mit dem Ball nach vorne. Masraoui. Freistoß jetzt für die Bayern. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Grifo. Vincenzo Grifo. Kübler. Lukas Höhler. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Keine gute Szene. Chance zur Führung. Gut geklärt, das war wichtig. Und dann doch der Ballverlust. Der Angriff könnte was werden. Da sind sie mit dem frühen Stören erfolgreich. Jetzt geht's richtig los. Wir haben den ersten Treffer. Ja, wir sehen es hier nochmal. Der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Jetzt sind die Bayern hier also hinten. Sie müssen was tun. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Die Bayern bekommen den Freistoß. Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Dankbarer Ball für Neuer. Kein Problem. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten.
Viel Luft da oben noch für die Bayern. Sie liegen mit einem Tor hinten. Weiter geht's mit Durchgang 2. Kimmich. Kimmich gibt den Ball her. Ball im Aus, Einwurf für die Bayern. Jetzt die Freiburger. Könnte gefährlich werden. Jetzt schießt er. Er macht das Tor und bringt sie hier mit 2 Toren in Führung. Wir sehen die Wiederholung dieses Tors. Es ist nicht leicht, da am Ball zu bleiben. Setzt sich aber schön durch und drin ist der Ball. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Kane. Musiala. Gar keine Gefahr hier in der Situation. Unwiderstehliches Dribbling. Er schießt von weit draußen. Naja, warum nicht? Sehr gut gemacht vom Torhüter. Die Bayern wechseln. Freunde, schön ist das nicht mehr im Moment. Sie haben das Resultat, was sie wollten, und den Offensivdrang haben sie aktuell komplett eingestellt. Und die Heimfans sind stinksauer, die hoffen irgendwie ja immer noch. Aber das, was da gerade abgeht, passt denen überhaupt nicht. Jetzt ist Platz für den Konter. Abwehr lässt sich da viel Zeit. Block ist da, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Immer noch mit dem Ball. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber. Das ist gut, sie unterstützen den ballführenden Spieler. Guerrero. Guter Vorteil entschieden für die Bayern. Kimmich. Gregoritsch. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Toll geblockt. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Guerrero. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Aber damit haben sie doch keine echten Probleme. Starker Zweikampf. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Oh, noch so ein Zweikampf und dann ist er fällig. Dann sieht er gelb. Coach zeigt es auch an. Ruhiger werden, ruhiger werden.
Jetzt wieder die Bayern. Gutes frühes Stören. Vorteil für den FC Bayern. Guerrero. Da wäre Platz für den Konter. Sané. Fahne ist oben, abseits Sané. Michael Gregoritsch. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Ball erstmal weg, gute Aktion. Goretzka. Masraoui. Mit dem Ball Sané. Sie gehen dazwischen. Da verliert er den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Und den Freistoß können Sie jetzt direkt versuchen. Wechsel jetzt bei den Bayern. Das war natürlich gar nichts. Ein Freistoß zum Vergessen, das können sie besser. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Er gibt den Ballbesitz ab. Kimmich. Spiel unterbrochen, gibt Freistoß für die Münchner. Jetzt in der Anspielstation. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Abseits. Was für ein Glück, der wäre durch gewesen. Es wird gewechselt. Die Bayern mit dem Ballverlust. Gregoritsch. Minja. Guerrero. Da gewinnt er den Zweikampf. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Das ist der Schlusspfiff und die Bayern stehen mit leeren Händen da. Von der Favoritenrolle war wenig zu sehen. Die Bayern mit einem sehr mäßigen Auftritt. Verdiente Niederlage. Das war eine wirklich dürftige Leistung heute. Keine Ahnung, was da los war. Ich glaube, sie wissen selbst nicht.